Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Distance. Wir schauen uns heute mal die erste Custom-Strecke an. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich hier durch die Menüführung gekommen bin und herausgefunden habe, wie es überhaupt geht. Aber ich habe es herausgefunden. Wir gehen auf Arcade, gehen zum Beispiel auf Sprint und dann können wir hier unten auf Workshop gehen. Und da sind die Workshop-Strecken drin. Ich habe das schon mal ausgetestet. Ich habe jetzt hier mal ein paar Workshop-Strecken runtergeladen. Nicht zu viele. Das hier sind alles Strecken, die mit 5 Sternen bewertet wurden, die unter der Kategorie Best bewertet of all time quasi mit drin waren. Bis auf die hier, Suspicious Place. Das ist eine Strecke, die ziemlich neu ist. Die ist vom 9. Mai, glaube ich. Also wirklich noch fast ganz frisch, ganz warm aus dem Ofen noch. Und ich würde sagen, die schauen wir uns mal an. Die ist bei Cat Walton, vom Nutzer Cat Walton. Schöne Grüße an der Stelle. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal als erstes an und dann schauen wir uns die anderen Strecken halt in den nächsten Folgen demnächst an. Okay. Also im Sprintmodus sehen wir andere Geistzeiten. Ich bin die Strecke schon mal gefahren, insofern könnte ich jetzt natürlich versuchen, meine eigene Geistzeit von vorhin zu schlagen. Machen wir jetzt auch mal. Ich habe da auch gar nicht geboostet. Ich habe mir einfach nur mal angeguckt, ob das alles so funktioniert. So viele Zeiten gibt es zu der Strecke noch gar nicht. Dementsprechend. Ich glaube, ich war die 5 schnellste Zeit und damit der langsamste, der es bisher probiert hat. Aber warte mal, komm. Können wir jetzt nochmal neu starten? Restart. Wir starten es mal neu und ich versuche es mal wirklich schnell zu machen. Okay, und wir schauen uns diese Strecke einfach mal an. Suspicious Place. Pretty sus. Drogenland. Ja. Also die anderen sind ja auch gut am Limit. Ich glaube, der Erste, der hat es mehrfach versucht, hier eine Top-Zeit rauszukriegen. So, Boost geht nicht mehr, wie es aussieht. Bin ich gerade etwa Erster? Ah, okay, Boost geht nicht mehr. Ups. Ah, nein, nicht nervös werden, nur weil man Erster ist. Chill. Regenerating. Already the fifth. Okay, hier müssen wir, glaube ich, einfach warten. Kann das sein? Ich glaube, hier mussten wir einfach warten. Oh, nice, will pass through me. Okay, die anderen haben nicht unbedingt gewartet. Warum dürfen die schon weiterfahren? Ha, komisch. Ich verstehe nicht ganz... Wow, ich verstehe nicht ganz, was ich da hätte machen sollen. Und das war's mit der Bestzeit. Okay, und ab jetzt wird die Strecke... Wow, wird die Strecke auch ein bisschen assiger. Aber alles im Rahmen, ja, also bei weitem nicht so assi, wie man es hätte machen können, wenn man es drauf anlegt. Ist blöd, dass Rhombus hier im Weg ist, oder wie der heißt. Der hat mir gerade so ein bisschen die Sicht genommen. Na super. Na toll! Okay. Ach, scheiße. Ticke, 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 ticke. So, mach einfach so, ist mir egal. Waha! Okay, weiter geht's. Nichts passiert. Ich glaube nicht, dass ich eine super schnelle Zeit hier hinlege. Okay, danke. Das war's schon.
Okay, would you recommend Suspicious Place to others? You can always rate this level later. Ja, kann man auf jeden Fall recommenden, ne? So, wir waren ein bisschen schneller, aber wir waren immer noch der langsamste von allen, die es bisher gefahren sind. Das ist natürlich traurig. Ihr könnt natürlich versuchen, schneller als ich zu sein. Das gilt natürlich für alle anderen Strecken auch. 5 Minuten ging das Ganze jetzt nur. Dann schauen wir uns noch eine andere Strecke an. Ja, ne? Komm, wir schauen uns noch eine andere Strecke an. Let's go. Wir schauen uns noch Homestead an. Von Pines of Chaos. Sieht nämlich auch cool aus. Alle Strecken sehen cool aus. Aber die sieht auch interessant aus. Weil die halt vom Setting komplett anders ist. Ne? Ihr seht schon, irgendein Grashügel und so ein Dreckweg. Okay, die Strecke kenne ich jetzt auch noch gar nicht. Aber wir schauen mal. Was ist das da rechts? Ich habe es nicht gesehen, offenbar ein Boost, wie es aussieht. Fahren wir da durch. Ja, es ist ein Boost. Wow. Wow, wird man hier schnell. Wow, das ist cool. Das ist halt einfach so eine Naturlandschaft. Oh, das war knapp. Ist halt einfach so eine übelste Naturlandschaft, aber ich finde es mega nice. Ist halt was komplett anderes als im Hauptspiel, ne? Wo ja alles so futuristisch ist. Ah! Ich habe ihn noch abheben, weißt du, ich habe ihn noch die Flügel ausbreiten sehen und dachte mir in dem Moment, oh, das könnte ich auch machen. Aber da war es schon zu spät. Coole Strecke, gefällt mir gut. Yo, holy moly! Ah! Das war nix. Das war wirklich nix. Eieiei. Okay, das ist gar nicht mal so einfach hier. Oh, okay, hat's geklappt. Wo sind wir? Okay. Alles klar. Sehr interessante Strecke. Ah, oh, da war eine Sprungschanze. Okay, habe ich nicht gesehen. Habe ich zu spät gesehen, vielmehr. Hier auch eine schöne Brücke. Why not? So, die Scheune hier hat sehr Mohun X-Feeling, ehrlich gesagt. Also Mohun K2 Mohun X-Feeling, ihr versteht. Ah! Ah! You've earned the silver medal. Next medal gold. 1,40. Sollen wir nochmal 1,40 versuchen? Das ist 3 Sekunden schneller. Ja, würde ich auf jeden Fall auch recommenden. Komm, wir sind nur 6. Das geht nicht. Restart. Jetzt kennen wir die Strecke. Jetzt versuche ich es mal schneller. War ja first try. Let's go. Oh, ich glaube, mit dem Modus werden wir sehr viel Spaß haben. Ich werde auf jeden Fall alle Custom Tracks, die wir hier spielen, auch in der Beschreibung verlinken. Ja, also könnt ihr euch die anschauen, wenn ihr wollt. Müsst natürlich dafür Distance besitzen. Aber warum nicht, ne? Distance ist echt ein cooles Spiel. Vor allen Dingen halt mit dem Custom-Content. Ah, das ist echt eine geile Strecke. Gefällt mir sehr gut, dass man hier halt auch ein komplett anderes Setting gewählt hat als im Originalspiel. Oh, der ist kaputt gegangen. Diesen Sprung, ne? Schaff ich einfach nicht. Okay. Wow, 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 wow. Ja. Ja. Ja, okay. Nehmen wir so mit. Ist in Ordnung. So, weiter geht's. Jetzt auch mit Sprungschanze. Yeah! Boah, die holt ja nochmal richtig viel Zeit raus. Aber wir sind leider gerade hängen geblieben. Das war echt schade. Da rechts war nochmal ein Boost. Habe ich auch nicht mitgenommen. Was für ein Platz ist es am Ende? Ist es die Goldmedaille? Ich glaube schon, oder? Oh, 1,36. Nice. Und wir sind Erster! Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey! Hey! Geil. Sehr gut. Global Leaderboards. Okay, Global Leaderboards sind natürlich weiter hinten.
Aber wie viele Leute diese Strecke schon gespielt haben, wollt ihr mich verarschen eigentlich? 1000? Ah, okay, 1000 Plätze werden angezeigt. Wir sind noch in den Top 1000, ey. 816. Einmal probieren wir es noch. Komm. Einmal. Einmal noch probieren. Okay, Entschuldigung. Muss ich jetzt nochmal probieren. Ist ja wohl klar. Ist ja wohl logisch, oder? Weil da ist definitiv noch viel mehr drin. Wisst ihr, und da macht es halt auch Bock, so nach Sekunden zu jagen, wenn man halt eine Strecke hat, die auch easy machbar ist, wo man weiß, okay, ich kann hier noch viel rausholen und wo man nicht froh ist, dass man sie überhaupt schafft. So, vielleicht schaffe ich ja das hier vorne mal ohne zu sterben. Das wäre schön. Beziehungsweise das, was jetzt gleich kommt, meine ich. Okay, sehr gut. Eieiei, Junge. Mann. Es gibt bestimmt Leute... Es gibt bestimmt Leute, die schaffen das ohne Probleme, wollte ich gerade sagen. Und es gibt mich. Was soll ich euch sagen, Leute? Was soll ich euch sagen? Ich glaube, fliegen ist schneller als fahren, ne? Zumindest gleich schnell. Okay. Wir sind wieder Erster und global sind wir jetzt 762. Da geht natürlich noch deutlich mehr. Wir haben 1,34,9. Und ich schau mal, was der Weltrekord ist auf der Strecke. 1,34,9. Da muss man ein bisschen scrollen, bis man ganz oben ist. 1,10. Junge. GG auf jeden Fall. Okay, das war's von der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge die nächste Strecke an. Und ich überlege mir, welche es sein wird. Ich glaube, wir machen ab jetzt wieder immer nur eine Strecke pro Folge. Ich glaube, das ist cooler. Und die schauen wir uns dafür dann schön genüsslich in aller Länge an. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.